Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim heutigen Videohop der Stempelfamilie and Friends zeigen wir dir Ideen rund um den Advent und Weihnachten. Mein Beitrag ist diese große Laterne mit Deckel, geeignet für ein LED-Teelicht. Das sieht man hier, wie das fackelt. Normales Teelicht würde ich nicht nehmen, da flammt man wahrscheinlich die Laterne mit ab. Am Ende des Videos und in der Beschreibung findest du die Playlist mit allen Ideen. Schau dir also unbedingt auch die Beiträge der anderen an, da sind wirklich tolle Sachen dabei. Und dann geht es doch mal direkt los, würde ich sagen. Wie gesagt, hier sieht man das LED-Teelicht fackeln. Im Dunkeln sieht das noch viel, viel schöner aus, muss ich sagen. Aber das kann ich momentan nicht darstellen. Ich mache jetzt auch erstmal das Licht wieder an. Dann sieht man noch ein bisschen mehr, aber das Licht sieht man halt gar nicht mehr. Das nehme ich einmal raus. So. Verwendet habe ich die Sachen von Stampin' Up. Und zwar als Farbhighlight hier oben das Designerpapier Lichtreigen. Das hat ganz tolle bunte Farben. Ich finde das einfach fröhlich in der dunklen Jahreszeit. Und es gibt halt Muster, die sind nicht in eine Richtung ausgerichtet, so dass man die Laterne also stellen kann, wie man möchte. Dann habe ich hier, sieht man den Unterschied? Hier habe ich einmal in Tannengrün den Rahmen und das Innenleben, also die Laterne, ausgestanzt und ein bisschen höher gesetzt. Hier habe ich eine andere Farbe gewählt und nach unten gesetzt. Das gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Dafür habe ich genommen von dem Rechteck mit Büttenrand die viertgrößte Form. Und was man gar nicht so vielleicht im Winter vermutet, heimeliges Licht, die Laternenstanzform, die ist ganz toll dafür geeignet. So, man braucht ein bisschen mehr Material, aber für so eine schöne große Laterne ist das wirklich wert. Die kann man ganz toll vielleicht ins Regal stellen oder auf den Kaminsims oder einfach auf den Tisch. Durch das LED-Teelicht kann man auch nicht irgendwelche Regale abfackeln. Ja. Bisschen Band noch dran und schon ist es fertig. So, du brauchst dafür 2 Stück Farbkarton in 21 x 14,5. 2 Stück Farbkarton in 12 x 12 cm, ein andersfarbiges Stück Farbkarton in 11 x 11 cm, ein Stück Designerpapier in 10 x 10 cm, für den Deckel, für dieses hier unten, ein Stück Farbkarton in 12,2 x 12,2, ein Stück Band oben für den Deckel und 4 Stück Transparentpapier, je nachdem. Wenn du nicht den Büttenrandstanze hier nimmst, je nach Motivgröße dann, bei mir sind es ungefähr 9 x 11,5 cm. So. Also, die Maße stelle ich auch alle unten nochmal in die Beschreibung rein, dann kannst du das nachlesen. Das große Stück, die beiden Farbkartonstücke, eins habe ich schon vorbereitet, deshalb zeige ich es jetzt nur an einem. Die kurze Seite bei 2 cm anlegen und falzen und dann die lange Seite anlegen bei 10 und bei 20 cm und auch jeweils eine Falzlinie ziehen. So, ich falze die Knicke jetzt noch nicht nach, das mache ich erst am Ende, weil ich lieber so, wenn es so flach liegt, damit arbeiten möchte. Dann nehme ich meine Stanzmaschine und ich kann das in diesem Fall sogar in einem durchstanzen. Ah, man sieht die Linien jetzt nicht so gut. Ich lege das hier an in die großen Elemente. Ah, jetzt hat er sich wieder. Kleinen Moment. So, Fokus wieder. Ungefähr, dass nach unten 1 cm Luft ist. Und weil ich in diesem Fall die Laterne aus derselben Farbe haben möchte, lege ich das Motiv gleich da rein. Man kann das auch einzeln nacheinander ausstanzen oder in einer anderen Farbe. Das ist jedem selbst überlassen, was einem besser gefällt. Schwarz sieht zum Beispiel auch ganz toll aus. Dann kommt der Farbeffekt, der Leuchteffekt noch mal besser durch. So. Einmal durch.
Wenn man sagt, man nimmt eine andere Farbe, kann man dieses Innenelement auch ganz toll noch für andere Karten verwenden. So als Unterlage zum Beispiel, wenn man noch einen kleinen Spruch drauf macht. Ich tue das hier einmal raus oder auch nicht. Das legen wir einmal beiseite. Und auf dem zweiten Feld auch nochmal. Einmal die Büttenrandstanze, mittig ausgerichtet, nach unten ungefähr 1 cm. Wichtig ist, dass nach oben noch ungefähr 1 cm auch Platz ist, damit der Deckel nicht über die Kante hier rüberragt. So, und das macht man dann zweimal, damit man insgesamt die 4 Seiten hat. So, die Stanzmaschine brauchen wir nicht mehr. Stelle ich wieder beiseite. Dann hier das hier einmal rausgenommen und rausgelöst. Wer möchte, dass das richtig gut klebt, setzt das, macht das vielleicht doch in 2 Schritten nacheinander und setzt vorher hier auf die Rückseite das doppelseitige, die doppelseitige Klebefolie, damit auch wirklich die dünnen Streifen hier innen drin Kleber abkriegen. Ich klebe die zum Beispiel jetzt hier nicht fest. Ich finde, da ist genug Klebefläche, die man benutzen kann. So, eine. Und die zweite. So, dann gucke ich, welche Seite ich innen und außen haben möchte. Ich möchte hier die Falzkante, wo sie so einen Buckel macht, nach innen falzen. Und da klebe ich jetzt erstmal mein Transparentpapier auf. Das habe ich schon mit Kleber versehen, ganz wichtig, ganz nah an den Rand gesetzt, damit das hier nicht in die Öffnung reinkommt. Man kann vielleicht von der Höhe noch ein bisschen mehr nehmen, aber mehr als 12×9 würde ich nicht nehmen, sonst ragt es oben drüber. So, das kleben wir erstmal fest. Und wirklich hier drauf achten, dass es nicht irgendwo in die Öffnung reinguckt, eine Seite und dann die anderen Ecken. So, eins. Also ich werde eine von diesen Lampen bei uns auf dem Kaminsims stellen, eine werden wohl meine Eltern kriegen und mal gucken, wer dann die dritte geschenkt bekommt. Mal schauen. So. Wenn das hier ein bisschen, kann man das feststreichen, wenn man sich das ein bisschen beult. Das geht. Dann drehe ich das Ganze um und klebe jetzt meine Laterne auf. Ich nehme dafür Kleberoller. So, hier ist die Rückseite. Und mache hier unten auf den Sockel Kleber. Hier oben einmal. Und dann gehe ich tatsächlich über diesen schmalen Streifen nochmal drüber. Und wenn das links und rechts überstehen sollte, gehe ich da einmal mit dem Finger lang, ziehe das so ein bisschen nach hinten, damit es nicht übersteht. Und klebe das hier unten so ganz leicht über die Kante. Man kann das hier auch draufsetzen oder mittig setzen. Das ist, wie es einem gefällt. So. Und das reicht mir nicht schon an Kleber. Und die zweite Laterne auch noch. Wie gesagt, insgesamt 4 Laternen für jede Seite. Wenn man aber sagt, ach, da steht eh nur in eine Richtung, kann man auch zum Beispiel 2 Seiten einfach nicht ausstanzen. Und dann leuchtet es halt nur in 2 Seiten. Ist auch okay. So. Dann
habe ich hier das zweifarbig. Und zwar hier habe ich mit dem Blends gearbeitet. Und hier habe ich einfach ein Stempelkissen und einen kleinen Fingerschwamm gearbeitet, das drauf getupft. Und hier habe ich mit dem Blends gemalt. Das kann man beides machen, sieht beides gut aus. Das ist je nachdem, was man da hat. So, ich habe hier dunkle Osterglocke. Und damit male ich das hier drinnen einmal ganz aus. Ich komme dabei immer hier auf die Stege, die verfärben sich dann ein bisschen dunkel. Mich persönlich stört das nicht. Wen das stört, der muss ein bisschen sauberer arbeiten als ich. So. Und solange das noch feucht ist, gehe ich da mit der zweiten Farbe rein. Dann läuft die nämlich zum Rand so ein bisschen flüssig aus. Das finde ich ganz schick. Kann natürlich auch andere Motive verwenden, aber ich finde die Laterne in der Laterne, die leuchtet einfach so schön. Das finde ich echt, das ist ein schönes Motiv einfach. So, also wie gesagt, Osterglocke dunkel und Kürbis dunkel. So, und dann gehen wir hier nochmal ein bisschen in der Mitte nach. Schönen Farbverlauf haben. Das lege ich jetzt erstmal zum Trocknen beiseite, das braucht einen Moment. Und wie gesagt, hier, das habe ich schon einmal vorbereitet, brauchen wir zwei Elemente von. Das lege ich jetzt, wie gesagt, hier beiseite. Dann machen wir jetzt erstmal den Deckel. Das ist nicht mein Farbhaufen. Das hier. So. Zweimal für den Boden und für den Deckel oben in 12x12. Und eins hier in 12,2 mal 12,2. Ich messe das lieber nochmal nach, dass ich das auch richtig gemacht habe. Ja. Und dann jeweils Falzen auf einer Seite, auf einer, jeweils Falzen an allen vier Seiten bei einem Zentimeter. So. Eine Seite hatte ich mir schon vorgefalzt, damit ich es erkenne. Daraus wird jetzt der Deckel gemacht. Das kann man jetzt hier schon auf jeden Fall mit dem Falzbein nacharbeiten. Die Kante ist relativ klein, damit das einfach nicht in das Motiv reingerät und das überdeckt. So, und dann mache ich einfach hier im Windmühleneffekt einmal rundherum die Schnitte. Ups, und klebt das einmal mit Flüssigkleber fest. Das hält einfach, finde ich, am besten in diesem Fall. Wirklich nur so einen kleinen Tropfen drauf. Hochgestellt, festgehalten. Und bei mir sippt da einiges drüber, weil ich zu viel genommen habe. Streiche ich jetzt nochmal weg. Guck, dass ich es nochmal nachjustiere. Also 5 bis 10 Sekunden drücken. Hält das auch gut. Hier innen drin auch zu viel Kleber verwendet. Das kleben auch meine Finger super. Das ist auch schon wieder zu viel, sehe ich. Naja. Und so alle vier Ecken einmal gemacht. Oh. Ja. Hinten habe ich noch ein bisschen Papier. Kann ich das mal abstreichen. Wie gesagt, immer so 5 bis 10 Sekunden ordentlich halten, festdrücken, damit der Kleber anziehen kann. Dann ist er auch nicht mehr verschiebbar. Am Anfang ist er noch gut verschiebbar, wenn man es irgendwie falsch gemacht hat. Oh nee, jetzt habe ich aber echt Klebefinger hier heute. So. An einigen Stellen sieht man das, das steht so ein bisschen über. Das schneide ich jetzt einmal gerade ab. Die Seite sieht gut aus. Die sieht auch ganz gut aus und die auch. Und dann arbeite ich weiter. Ich stelle den Deckel mal hier daneben, damit man das so sieht. Dann nehme ich eine von meinen großen Platten.
und klebe sie erstmal mit den anderen Elementen da drauf, die ich haben möchte. In diesem Fall nehme ich auch tatsächlich mal Flüssigkleber und mache den nur so am Rand bzw. hier nicht in der Mitte, weil ich da nachher das Loch durchstecken möchte, durchstechen möchte so. Und da will ich nicht durch den Kleber durchstechen. Das zweite Stück Farbkarton in der anderen Farbe hat einen Rand von 0,5 in alle Richtungen. Gucke ich, dass ich das schön mittig aufklebe. Und dann kommt noch mein Farbkarton dazu. Da gilt genau dasselbe. Die Ränder ordentlich, aber in der Mitte freilassen für das Band. Und auch hier wieder 0,5 cm in alle Richtungen. So, man kann natürlich auch andere Motive wählen, aber ich fand das einfach so schön fröhlich bunt, das gefällt mir unheimlich gut. Dann nehme ich das, drehe das um und bestreiche das hier auch wieder mit der Lücke in der Mitte, weil ich hier ein bisschen mehr auf die Ecken achte, dass mir die gut gelingen. Richte mir das hier an meinen Linien aus und setze das quasi ein Feld weiter. Weil das sind jetzt hier gerade die falsche Seite, das ist die mit den Inch. Aber guck, dass ich hier rundrum Rand habe, der gleichmäßig ist. Und drück das ordentlich fest. So. Jetzt kommt die lustige Sache. Ich lege mir hier was drunter. Ein Schaumstoffkissen. Und nehme von dem Aufhebhelfer hier die Spitze und gucke, dass ich hier mittig ungefähr mein Loch setze. Wer möchte, kann sich das auch markieren. Ich mache es von außen nach innen, damit es nach innen reinfranst und nicht nach außen. So, jetzt gucke ich mal, das sieht linientechnisch ganz gut aus. Und dann drücke ich das hier rein. Wenn es ein bisschen drin ist, hebe ich es hoch und drücke halt von innen dagegen, damit der Farbkarton sich nicht zu sehr verbeult. Ein bisschen schwierig, weil wir ja durch eine ganze Menge an Karton müssen. So, ups, hängen geblieben. Aber ich habe jetzt hier außen ein super schönes Loch, was nicht ausgefranst ist. Ich habe dann hier ungefähr, mal gucken, 22 cm Band. Und das setze ich jetzt von innen nach außen dadurch. Hoffen wir mal, dass das gut klappt. Ja. Das Loch noch ein bisschen größer, sage ich mal, machen. Also man darf nicht zu dickes Band verwenden, dann muss das Loch größer werden. So. Dann nehme ich hier in diesem Fall den Bleistift zur Hilfe, der da so ein bisschen nachschiebt. Boah. Ja, man sollte vielleicht ein etwas größeres Loch nehmen oder dünneres Band, aber zu dünn auch nicht, dann sieht das nixig aus. Dann gucke ich, wie weit ich das hier oben rausstehen haben möchte. Und setze hier drin meinen Knoten, entweder einen Doppelknoten oder so wie ich hier zwei übereinander. Wichtig ist, dass das Loch nicht zu groß ist, dass der Knoten durchrutscht. Das ist ganz wichtig. So, ordentlich festgezogen. Überflüssige Band weg. Okay, die Idee mit dem Bleistift ist nicht so toll, weil ich jetzt hier Bleistift oben drauf habe. Also vielleicht doch lieber mit dem Aufhebhelfer dadurch. So, aber im Prinzip der Deckel ist schon mal fertig. Dann kommen wir zur Laterne an sich. Meine Teile hier sind auch getrocknet. Und jetzt kann man
Falls es trockener ist, einmal hier die Linie nachfalzen. Ich würde es nicht machen in dem Moment, wo die Innenelemente rausgestanzt sind. Dann ist das Ganze ein bisschen labbrig. Aber jetzt, wo das Transparentpapier drin ist, ist es wieder schön fest und lässt sich gut flicken. So, die kleine Ecke hier unten kann ganz raus. Ich mache relativ gerade Schnitte. Hier mache ich einmal sozusagen links und rechts direkt neben der Falzkante. Aber mal nicht schräg, weil es sich dann gleich besser aufeinander kleben lässt. Ich will nur nicht, dass es übersteht. So. Dann einmal die Laterne an sich zusammengeklebt. Dafür nehme ich extra starkes Klebeband. Ich möchte, dass sie auch zusammenhält. Und zwar hier auf die Klebelasche jeweils einen Streifen draufgesetzt. So. Und dann klebe ich das Ganze zusammen. Ja. Und zwar gucke ich, dass ich hier oben die Kante schön erwische und hier an der Faltlinie entlang. Dann einmal umgedreht. Hier das Papier von der zweiten Klebelasche entfernt, wenn es denn will. Oh, sieht, das ist extra stark. Das klammert sich auch wirklich extra stark fest. Na, komm. Wie gesagt, so auf die Rückseite gelegt, dann klappe ich die eine Seite um und brauche die andere auch nur und kann das wirklich ganz flach hier oben an der Kante gucken und runterstreichen. Bolz auch in keine Richtung. Ich mache es immer noch einmal so, dass ich es ordentlich festdrücke. So, das ist der Grundkörper. Und dann klebe ich diese hier ein. Man könnte das natürlich auch das Papier lang genug machen und unten gleich dicht haben, da ich aber ja noch unbedingt wie hier, wie bei so einer Laterne, so einen Fuß quasi drunter haben möchte, habe ich mir das gespart und klebe das einfach nur so jetzt zusammen. Wer möchte, kann von innen dann nochmal ein Stück reinkleben, damit das, wenn es einem dann besser gefällt, wenn es besser aussieht. So, ich mache schon auf alle vier Ecken hier meinen Kleber drauf, meinen Flüssigkleber. Drauf gucken, dass es natürlich nicht so ist, sondern wirklich schön rechteckig. Deshalb habe ich hier auch die Kanten nicht schräg eingeschnitten, dass ich mich gut an der anderen Linie orientieren kann. Drückt das ordentlich fest und macht das dann an allen vier Seiten so. Dadurch, dass ich es halt hier nicht so eingeschrägt habe, finde ich, kann man es besser sehen, dass es dann auch wirklich quadratisch am Ende ist. Oder rechteckig. Ist ja beides. Rechteckig ist auch quadratisch. Zack, ordentlich festpressen, damit der Kleber anzieht. So. Dann sind wir auch schon gleich fertig. Kommt hier noch einmal Kleber drauf. Zweite Platte, die ich noch habe in 12x12. Ich komme hin und gucke, dass ich rundherum denselben Abstand habe von 1 cm. Durch den Flüssigkleber kann ich es erstmal hinstellen sozusagen und gucken, dass ich es richtig ausrichte. Und dann drücke ich das auch fest. Drehe mir das, anstatt meine Arme zu verbiegen. Und drücke das hier innen drin schön fest. So, bei mir sieht man jetzt zum Beispiel hier den Farbunterschied nicht. Aber wer möchte, kann da einfach nochmal eine kleine Platte reinsetzen. Würde ich machen in 9,8 x 9,8 oder 9,7 x 9,7. Muss man dann allerdings auch von hier oben jetzt reinsetzen. So. Wie gesagt, hier ist es Ton in Ton. Hier nicht, weil ich halt für Platte unten eine andere Farbe genommen habe. Muss man wissen, was einem gefällt, was nicht. Mich persönlich stört es nicht.
Wir machen jetzt noch mal das Licht aus. Setzen die Kerze rein, beziehungsweise, damit man es auch sieht, stelle ich sie schräg. Und der Deckel oben drauf. Und sie leuchtet schön. Sieht so von oben aus. So von der Seite. Ja, und man hat eine schöne Laterne für ein Teelicht. Ja, ich hoffe, dir hat die Anleitung gefallen. Lass mir einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass es gefällt. Wenn du noch nicht hast, abonniere meinen Kanal. Und denk dran, gleich kommt noch die Playlist mit den Beiträgen der anderen vom Videohop der Stempelfamilie and Friends. Guck da auf alle Fälle rein. Sind tolle Ideen, Advent, Weihnachten. Macht richtig Spaß, das nachzubasteln. Und dann bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.